Wir sind Horst und Hans. Und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Neighborhood Barbecue. Das wollte ich sagen, mein Gott. So, wir haben uns heute ein neues Gericht überlegt. Das besteht nur aus diesen Zutaten. Was das ist, sage ich euch jetzt. Das sind Radierstäbe. Wir, also ich, Hans auch, Studio Esel, Hans und ich haben uns immer über die schwarze Patina geärgert, die auf dem Kugelgrill liegt, auf meinem alten Webergrill. Ihr seht es in den alten Filmen. Du hast immer einen Schmierfilm drauf und du kannst machen, was du willst, du kriegst diesen Mist nicht weg. Jetzt haben wir die ultimative Geheimwaffe entdeckt, nämlich Radierschwämme. Wir zeigen euch gleich, wie es geht. Erwartet kein Reinigungsvideo, wo wir den ganzen Grill machen. Wir machen nur den Deckel, mehr nicht. Ihr werdet sehen, das Zeug ist genial. Hans. Ja, ich kann Horst nur beipflichten. Jeder kennt das Problem. Ja. Jeder kennt das Problem. Man hat diese, nach ein paar Monaten schon, hat man wirklich, man macht den Herbst mit oder den Frühling. Die Koniferen, die Nadelhölzer treiben die Pollen raus. Das mischt sich irgendwie mit Fett und man hat diese blöden Punkte auf dem Grill, auf dem Deckel vom Gasgrill. Man hat mitunter da ein paar Euros für ausgegeben und man will das Ding einfach ordentlich haben und geht da mit Chemiekeule bei allem drum und dran. Aber immer bleiben diese Punkte über. Und diese Punkte gehen hiermit weg. Und das ist echt ein Problem, was viele haben. Deswegen haben wir uns entschlossen, dieses Video zu machen. Im Laufe des Videos erklären wir euch natürlich auch, ist so ein Ding gefährlich? Darf man das mit Lebensmitteln in Verbindung bringen? Wie sollte man damit umgehen? Das erklären wir euch alles gleich. Wir hoffen, ihr bleibt dran, weil wir glauben, das Problem habt auch ihr zu Hause, wenn ihr einen Gasgrill oder einen Kugelgrill habt. Diese Teile wirken auf jeden Fall Wunder. Wir sind froh, dass wir es entdeckt haben. Und das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für den, der es nicht sehen will, einfach abzuschalten. Ganz bleibt genau. Doch bei eurer Patina. Ja, da ist unser Anschauungsobjekt. Wir haben natürlich in der Nachbarschaft gefragt, wer hat den besten Grill, der zum Reinigen geeignet ist. Da sind wir bei einem Nachbarn untergekommen. Der hat uns sein Weber Spirit zur Verfügung gestellt. Und wie ihr seht, der Deckel, der ist richtig schön mit Fett angelaufen. Da sind richtig schön diese ganzen Punkte drauf, die wir am liebsten hier, kann man es auch sehr gut sehen. Wir haben das ganze Ding einmal abgeklebt. Wir werden die rechte Seite vom Grill werden wir schön machen. Einmal mit diesem Radierschwamm. Und dann, die linke Seite macht der Nachbar selber. Damit man nachher ein richtig schönes Vorher-Nachher-Bild hat. Und dann könnt ihr mal sehen, wie gut und wie einfach das geht. Was wir dazu brauchen, liegt auch schon am Rand des Grills. Wir haben einen Eimer mit Wasser. Dann haben wir einen Radierschwamm. Und wir haben ein Handtuch. Zum Ende, da wird nochmal feucht drüber gewischt oder ganz vorsichtig abgewischt. Und Horst beginnt gleich damit, euch zu zeigen, wie das Ganze losgeht. Ich bin so froh, dass Hans der Regisseur ist und mir die besten Rollen zuteilt. Wir haben hier unseren Schwamm, den machen wir erstmal richtig nass. Wir haben natürlich schon an der hinteren Seite es probiert, man sieht es, weil jeder sollte probieren an einer unauffälligen Stelle, wo man es reinigt, weil eine 2000 Euro Emaille nicht unbedingt die gleiche ist wie eine für, sagen wir, 150 Euro. Aus dem Baumarkt. Aus dem Baumarkt. So. Und deswegen hin, es hat geklappt. Wir haben es auch bei unserem Grill schon probiert. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Reinigungsprozess und gehen einfach mal ganz grob rüber. Wir gehen mal ganz grob rein. So. Das dauert jetzt ein bisschen und da müsst ihr nicht die ganze Zeit dabei sein. Das langweilt euch nur. Wir holen euch gleich wieder, wenn wir einen Teil davon sauber haben. So, während Horst den Grill schön reinigt, gebe ich euch noch ein paar Infos dazu. Es ist wirklich kaum Chemie in diesem Schwamm, worauf ihr achten solltet. So eine Packung mit 4 Stück, die kostet ungefähr 2,20 Euro, kriegt ihr eigentlich bei jedem Discounter und auch Einkaufsmarkt. Da sind die immer mal im Angebot. Und das Schöne ist, ihr braucht im Prinzip überhaupt keine Chemie. Ihr tunkt den kurz in Wasser, dann bringt ihr den aus. Und dann fangt ihr einfach an, in kreisenden Bewegungen schön über die Emaille zu streichen. Und ihr solltet noch darauf achten, dass diese Schwämme zu 100% aus diesem Melanin bestehen. Das ist ein Kunststoff, ist mit dem Formaldehyd quasi ja, verwandt. Und
Da ist nichts dran. Ihr wischt nachher, so wie Horst das gerade macht, schön mit dem Handtuch noch einmal drüber. Und wir sehen jetzt schon, dass die Emaille schon fast aussieht wie neu. Das Schöne ist, ihr müsst, wenn ihr nicht so starke Verschmutzung habt, braucht ihr nicht mal Wasser. Ihr könnt die Dinger sogar trocken benutzen. Bei den Teilen ist auch ganz oft was da in der Gebrauchsanweisung zu lesen. Nicht an glänzenden Oberflächen benutzen. Das ist alles teils richtig, teils, ich sag mal, euer Grill glänzt. Aber der ist aus Emaille. Die Dinger sind eigentlich fürs Badezimmer, für die Badewanne, fürs Waschbecken. Diese Sachen sind ebenfalls emailliert. Also da macht ihr nichts falsch, ihr schadet eurem Grill nicht damit. Da könnt ihr so beigehen und das sauber machen, ohne Probleme. Ja, wir sind jetzt schon begeistert, aber wir gehen gleich nochmal richtig nah ran, zeigen euch die Oberfläche. Nach jetzt nun fast 10 Minuten sieht man schon einen extremen Unterschied. Auf der Seite sieht man richtig, der Grill ist komplett stumpf und mit Fett belegt. Die Seite glänzt schon wieder wie im Laden. Und das alles ohne jegliche Chemie und irgendwas. Wobei ihr aufpassen müsst, man wird schnell übermütig. Hier zum Beispiel Spirit oder bei eurem Napoleon, was weiß ich. Das ist alles aufgedruckt. Da dürft ihr nicht rübergehen. Das werdet ihr wahrscheinlich abpolieren. Da solltet ihr vorsichtig sein. Auch bei gebürsteten Flächen sollte man vorsichtig sein. Aber zum Beispiel hier, die Edelstahlflächen, die an der Seite sind. Hier, diese ganzen Sachen. Da könnt ihr so rübergehen mit den Schwämmen. Ihr könnt den Deckel von der Innenseite machen. Selbst den Backburner kriegt ihr mit so einem Ding sauber. Also ihr könnt sehen, die Edelstahlflächen könnt ihr damit auch machen, die nicht gebürstet sind. Man sieht den Erfolg. Bei diesem Druckguss-Alu haben wir das Problem. Wir kriegen es so nicht raus. Da werdet ihr wahrscheinlich eine Chemiekeule anwenden müssen. Aber im Großen und Ganzen, sag ich mal, ging es auch nicht darum, sondern es ging darum um die Edelstahlflächen und um den Deckel, was emailliert ist, ein schweres Wort für mich, dass wir da mal wieder auf den Stand kommen. Um das Ganze nochmal zu veranschaulichen, wir haben hier auch Plastikteile, die richtig schön verkohlt sind am Rand. Auch hier ist dieser Schwamm einfach der Oberhammer. Ich gehe jetzt einfach live vor der Kamera bei und schrubb das mal ab, damit ihr sofort seht, Alter, was stimmt hier nicht? Der braucht keine Minute dafür und das Ding sieht aus wie neu aus dem Laden. So, ich hab's gleich. So, einmal mit dem Handtuch drüber und ihr seht, diese Fläche grandios sauber geworden und das alles in ein paar Sekunden. Also wirklich, wir sind von den Dingern begeistert. Also, wie ihr seht, hier ist nochmal unser Vorher-Nachher. In 10 Minuten habt ihr euren Grill sauber. Wenn ihr den ganzen Deckel gemacht hättet, klar, eine halbe Stunde müsst ihr immer einplanen. Aber wir gehen hier mal ran. Wirklich. Da spiegeln sich die Wolken drin. Hier spiegelt sich gar nichts. Hier ist einfach nur Dreck. Hier sind die Edelstahlflächen super sauber. Auch die Plastikflächen. 100%ig rein. Mega geil. Wir geben euch gleich noch ein kleines Resümee zu Sachen, die ihr auf keinen Fall machen solltet. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Tja Leute, das ist das Ergebnis von einer Viertelstunde Arbeit. Wie gesagt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht es oder ihr kauft euch nur einen Deckel oder ihr lasst es, wie es ist. Aber das lässt sich sehen. Würde ich jederzeit wieder machen. Kurzer Aufwand, guter Erfolg. Hans, was meinst du? Ich sehe das genauso wie Horst. Der Grill sieht aus wie aus dem Laden. Ihr habt es gesehen, der war vorher echt mitgenommen. Das hat wirklich nur 15, 20 Minuten gedauert. Das alles an Einsatz, mega geil. Genau. Wirklich. Und vergesst die Chemiekeulen. Neighborhood Barbecue, ich danke euch für diese tolle, glänzende Arbeit. Wir freuen uns, Hans. Kai, muss ich sagen, wir freuen uns darüber, dass du uns bedankst, dich bei uns bedankst. Aber wir warten natürlich auf die Grillfete. Ja, Leute, es geht dem Ende zu. Das war unser Video. Wir wollten euch nochmal ganz kurz so einen kleinen Leitfaden geben auf Sachen, auf die ihr wirklich achten müsst. Und zwar ganz einfach, wirklich guckt einfach danach, dass die Schwämme zu 100% aus diesem Melaninharz sind. Einfach deswegen, damit keine andere Chemikalie oder irgendwas beigemischt ist. Ihr solltet auf jeden Fall die Flächen, wo später euer Grill gut draufkommt oder irgendwelche Lebensmittel, wenn ihr die mit dem Schwamm macht, bitte einmal feucht abwischen, weil wenn das heiß wird, können giftige Stoffe entstehen. Generell solltet ihr euch auf jeden Fall an die Gebrauchs- und Verpackungsanweisungen halten.
Und passt auf, wenn ihr bei den Edelstahlflächen, die bedruckten Flächen, passt da ein bisschen auf, dass ihr da nichts abschrubbt oder was von den bedruckten Teilen. Und ansonsten war das eigentlich schon alles, außer noch ein ganz wichtiger Punkt. Benutzt diesen Schwamm einfach niemals in Verbindung mit Chlorbleiche. Ja. Da soll es wohl zu einer chemischen Reaktion kommen. Steht aber auch alles drauf. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und Horst, was gibt's noch zu sagen? Du hast alles vorweggenommen. Alles okay, Hans. Jetzt wünsche ich euch nur noch eins. Viel Spaß beim Putzen. Und sollte euch das Video gefallen, ja? Das wir übrigens als Video nicht vergessen, dann gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben. Oder noch besser, ihr abonniert unseren Kanal.